Mann, warum sind Sie heute in Berlin? Wir müssen Flagge zeigen, weil so wie wir es gehört haben, wird ja wahrscheinlich nicht viel mit dem Tourismus getan. Wir sind von den Verbänden auch enttäuscht, muss ich ganz ehrlich sagen, dass die da immer wieder nur so Stückwerk machen. Die haben zwar wohl viel getan, aber oder was ich zumindest gelesen habe, aber es gibt ja keine Reaktion. Und ich denke mal, es ist jetzt besser, wenn man mal Flagge zeigt, einfach mal durch Berlin fährt. Wir haben Busse entsprechend beklebt mit unseren Forderungen und das, denke ich mal, ist jetzt mal wichtig. Wir haben von den Verbänden schon mitbekommen, dass sie aktiv bei der Bundesregierung waren. Ein BDO, ein RDA, auch eine GPK war dabei. Da waren so Forderungen unter anderem 300 Euro pro Tag Ausfall, Schadensersatz zu fordern. Wie sehen Sie diesen Betrag? Die haben weniger gefordert. RDA, die Vereinigung hier, die haben 300 Euro gefordert. Ich finde auch, man sollte, wenn man das mal verbietet, Busfahren. Ja. Es gibt ja ein Verbot. Ja. Dann sollte man auch sagen, okay, wir haben einen Haufen Geld in die Busse reingesteckt, wir dürfen mit denen nicht fahren, dann sollen sie uns irgendwie mal Stehtage entschädigen. Also nur Kredite ist da ein bisschen schwach. Ja. Wir waren in München dabei, haben festgestellt, dass dann 3 Stunden nach der Busdemonstration in München schon der Herr Aiwanger gesagt hat, gut, 30. Mai ist Busfahren wieder erlaubt. Es ist aber noch nicht klar, in welchen Regeln. Wo meinen Sie, wird es denn hingehen? Ich habe gelesen, dass man gesagt hat, man müsste die Hygienevorschriften und die Wirtschaftlichkeit prüfen, miteinander abwägen und dann festlegen. Das, was vom BDO gekommen ist, 1,5 Meter Abstand, also wie soll es gehen im Bus? Wenn man das, sage ich mal, wirklich macht, dann heißt es ja, okay, ihr dürft wieder fahren, aber eben mit diesem 1,5. Und da weiß jeder, dass man damit nicht Bus fahren kann, weil da sitzen maximal 8 oder 10 Personen im Bus. Das geht ja nicht. Also es muss schon eine andere Lösung her. Wir haben auch gesehen, der ÖPNV fährt ja schon mit vollen Bussen, die Bahn fährt auch. Wenn es einen Zug voll macht, macht es ihn voll. Die Lufthansa geht auch hoch. Da spricht niemand von 1,5 Meter Abstand. Da sagt jeder, die Maske und du kannst rein. Das wäre doch auch die Forderung für den Bus. Die haben wahrscheinlich eine andere Lobby. Danke fürs Gespräch. Das war deutlich. Das war deutlich.